Und herzlich willkommen noch zu einer weiteren Folge Destiny Hexe Projekt. Ja, vier Leute sind auf dem Server und wir wissen genau, welche vier Leute denn die vier Leute aus dem blauen Team sind da. Vier Leute aus dem blauen Team. Die wollten nämlich zusammen aufnehmen. Können sie ja? Ich habe ja nur einen kleinen Cut sozusagen gemacht. So, dann ist das hier Absperrung. Dann würde ich sagen, Absperrung da. Boah, bitte reicht das? Ja, das reicht. Dann kommt hier noch eine Fackel rein. Oh, hier irgendwo ist doch ein Zombie-Spawner oder sowas. Ist das wohl möglich? Kann das wohl möglich sein? Ich würde jetzt aber den Block auch gerne hier hinsetzen. So. Jetzt müssen wir loslegen. Warte mal, kann ich den... Ne, den kann ich jetzt nicht so betätigen, den Hebel. Das ist natürlich blöd. Machen wir das mal hier hin. Geht das so? Das geht. Dann geht noch eine Anlage aktiv. Und wir machen das so. Jetzt ein Glas hin. Und hier müsste ich eigentlich schlagen an den Stellen. Hier darf aber auch nichts raus. Das heißt, ich müsste das so haben und könnte hier immer bam 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 alle ärgern. Jetzt machen wir noch hier eben den weg. Damit habe ich mir nämlich auch noch was überlegt. Warum ist das so laut? Immer so laut. Jetzt ist es zu leise gewesen. Schaufel. Dann braucht man 9 Trichter und eine Truhe. Weil dann mache ich nämlich hier diese. Wie heißen sie? Hopper? Hopper rein, genau. Dann kann das nämlich alles, was da reinfällt, direkt in so eine Truhe rein, die ich hier mir hinsetzen werde. Doppeltruhe oder sowas. Das kommt dann hier hin und dann kann das einfach hier hin. Komm. Und dann habe ich da oben diese eine Leiter. Dann machen wir da eine Doppelkiste hin und fertig. Beeilen wir uns mal schnell. Und dann können wir alles öffnen hier, die Pforten, und dann wird erstmal eine Runde gefarmt oder so, gucken, ob es überhaupt funktioniert. Da bin ich sowieso gespannt. Wie ein Flitzebogen. Hier ein bisschen Eisen. So, Eisen brauchen wir, und dann brauchen wir hier ein bisschen Holz. Ich habe doch noch Patronen draußen, oder? Da sind keine. Hier sind welche. Ich brauche ein, zwei. Die brauche ich auf jeden Fall, klar. Ich brauche noch mehr Holz. Da habe ich aber auch draußen was gehabt. Dankeschön. Kriegen wir nämlich auch noch ein paar Trüchen raus. 2, 3, 4, 4 Truhen. Machen wir mal eben so. Da brauche ich nur. Komm, wir machen gleich ein paar mehr. Machen wir so, machen wir das so. Jetzt habe ich da noch Treppen, genau, die Treppen. Alles mitnehmen, nach unten gehen und fertig. Das kommt da rein, das kommt da rein. Trüchen, und dann werden die Dinger hier geöffnet. Oh, da habe ich schon Schiss vor. Da habe ich Schiss vor, sage ich euch. Da werde ich, glaube ich, irgendwie die Skelle oder so anziehen. Dann muss ich auf jeden Fall noch was essen vorher. Wenn ich das nach und nach öffne, wird es auf jeden Fall dann auf einmal gleich richtig mir in den Arsch beißen, das Zeug. So, Trichter. Jetzt kommen die Trichter so angeordnet. Die Reihe direkt so. Den so, den so, den so. Weil wenn jetzt zum Beispiel hinten geschlagen wird und ich komme nicht an das Item, ist das natürlich auch blöd. Deswegen mache ich das so, ganz einfach. Und hier kann ich immer noch die Truhe öffnen, gucken, was drin ist. Und fertig hat sich die Sache. Weil dann brauche ich nicht hier öffnen, dann können ab und zu auch mal Spinnen raus. Das will ich ja alles vermeiden. Nun, alles aus dem Inventar raus und nur eine Spitzhacke und ein bisschen Rüstung und dann wird geöffnet. Hier muss dann Glas rein und dann sollte das schnell gehen. Dann sollte das wirklich schnell gehen, sonst habe ich ein leichtes Problem. Jetzt gehe ich nämlich drauf und da habe ich nämlich weniger Bock drauf. Passt wieder nicht alles rein.
Das passt hier rein, das. Die weiß ich noch nicht, ob ich die brauche werde oder erstmal. Ja, lassen wir erstmal drinnen. Join the game, Marco. Müsste Team Rot sein. Kommen da noch mehr? Das weiß ich natürlich nicht. Warte mal, den tun wir mal hier mit rein. Dann tun wir jetzt auch mal eben die Spitzhacken. Eine brauche ich ja. Die Schaufel. Nehmen wir vorsichtig damit. Essen. Das Glas kommt raus. Geht hier mal bitte weg. Danke. Meine Güte. Hier, Stein. Slaps. Das. Das. Den lasse ich auch mal drinne. Und den Kelch, den tue ich auch erst hier rein. Und das Glas. Vorerst. Nun muss es schnell gehen. Ich gehe richtig schnell. Oh, das Glas muss ich da mitnehmen. Ich will das Ding noch zumachen. Glas. Und wenn das geöffnet ist, dann geht es auf jeden Fall ab. Dann wird das hier abgehen. Da muss ich ja gucken, wie ich die Lohnrouten hier alles vorne wegkriege, beziehungsweise aus der Mitte raus. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Welche habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Silk Touch, dann mache ich hier Glas bei ihm hin. Schneller hinten. So, gucken, was als erstes runterkommt. Ja, das war mir klar. Geht mal schön nach unten hin. Ah, geht mal da hinten drauf. Drei Herzen nur noch. Na, du wolltest doch nicht alles anbrennen hier. Wenn die Dinger nach und nach runterkommen, das ist nämlich das Gemeine hier dran. Ah. Nein. Ah, komm, ihr seid doch voll am Cheaten hier. Komm, geh weg. Geh runter. Geh doch sterben. Oh, genau hier vorne, ey. Sollen wir gerade eben so machen? Na, geh mal weg. Danke. Noch nehme ich... Oh, wie viele sind denn davon noch da? Na, ja, schlag mich doch noch. Die Spinnen aus hier, oder was? Jungs! Hallo? Hackt's wohl bei euch, oder was? Na, komm mal runter hier. So, hier muss ich mir auch noch ein Wasserbad erstellen. Und dann landet hier alles drinne, geil. Herzen. Oh, warte mal, Herzen. Apropos Herzen. Die können wir doch eben aufnehmen, oder nicht? Hier ging das nochmal so. Ja. Einfach so aufsammeln hier. So, weiter öffnen. Wir müssen es fertig kriegen. Dann kann's nämlich, kann die Farm etwas laufen. Beziehungsweise können die Dinger unten sich ansammeln. Glaube ich auch Spinnen. Oh. Oh, du hast mich eigentlich gerade dahin geboxt. Das ist ganz gut. Junge, nerv nicht. Ciao. Geh mal baden. Davon habe ich jetzt gerade nicht gesprochen, dass ihr mir auf den Keks gehen sollt. Ich hab nicht gesagt, dass ihr mir auf den Keks gehen sollt. Tschüss, Spinne. Und Spawner vorerst fertig. Jetzt kommt hier oben noch. Es wird einmal drumherum gebaut noch, damit ich da hinten in den Raum reinkomme. Seht ihr das? Das ist nämlich das Problem. Wenn wir dann jetzt hier ganz in Ruhe stehen, dann können wir ein paar XP farmen. Und
Gott mehr. Ist das eigentlich nicht? Wenn wir so zwischendurch mal so eine Folge haben wollen. Machen wir einfach so. Tollen wir die Dinger. Wir können auch einfach so machen. Boah, leck das. Na, Server? Ah. So. Und dann können wir es auch wieder öffnen, wie wir Bock haben. Unbreaking 2, die ist ganz gut, die Spitzhacke. So, und dann können wir uns, wie gesagt, oben hinstellen, ein bisschen farben, dass da unten ein paar Monster ankommen und dann sollte schon irgendwann gut sein. Ich könnte auch hier einfach einen Glastunnel machen, wäre eigentlich auch nicht schlimm. Machen wir das mal eben so. So. Dann sind die beiden nämlich gleich auch drin tot. Haha. Meine, was spawnt denn da oben drauf? Na, Spinnen, kommt mal her. Na gut, die können jetzt hier oben drauf spawnen. Das ist natürlich jetzt nicht geil. Muss ich mir auch noch was überlegen. Machen wir es hier zu. Machen wir das erst so. Glas fällt jetzt da unten rein. Au. Klack, klack, klack. Na, wenn die Spinnen da oben nicht wollen, ist das nicht mein Problem. Ah, fallen jetzt alle schön ganz gemütlich runter. Wir können einfach in die Etage weiter runter gehen. Schalten einfach den Hebel mal um. Dann buchsen wir die mal eben hier weg. Ich weiß nicht, was da runterkommt. Gerade nix. Weil ich glaube, auch Monster sind einfach in der Nähe. Glas haben wir noch. Na gut, hier sind noch Steine, die runtergekommen sind. Das ist jetzt eigentlich nur Monsterquatsch. Eigentlich, was jetzt uns dazu gehört. Ja gut, die Herzen können... Weiß gar nicht, wie die funktionieren, ob man die irgendwie benutzen kann. So separat, würde ich sagen. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dann wäre das eigentlich hier fertig. Und wenn dann halt die Monster spawnen sind in der Zeit, wir können ein bisschen rumbauen, experimentieren, alles, was wir gerade Lust haben. So... Boah, Alter, die können wir doch hier schon mal... Ein Stack können wir doch auf jeden Fall schon mal hier reinpacken, hier. Komm, hier hast du das. Dann brenn, meine Güte, wenn du das hast, dann brenn es doch. Jetzt werde ich noch ein bisschen Sand farmen. Efficiency kriegen wir noch ganz voll. Verzaubern, reparieren. Dann können wir das auf jeden Fall noch machen. So... Ich weiß nicht, ob die Zombies jetzt irgendwas kommt hier, aber... Sand, 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 Sand. Das wird alles weggemacht hier vorne. Damit ich, wie gesagt, eine ganze flache Ebene habe. Die ich mit Wunder bearbeiten kann. Oh, ich habe den Coin auf Fortune gar nicht drin, ne? Den sollte ich mir mal wieder reinpacken. Den guten Jungen. Weil der hat mir gut hier in Zeiten geholfen. So... Brauchen wir das Sand natürlich für... Ist doch klar, für was? Hallo, du Nashorn. Alter, guck dir mal die Tiere an, wie viele Massentiere sind. Das wird nur so viel unglaublich. So, schnell das noch zusammenfahren hier. Und dann wird die Smeltwheel in der nächsten Partfolge... Muss ich auf jeden Fall noch Gravel und so was noch suchen. Und dann wird dann hier die Smeltwheel langsam aufgebaut. Damit weitergeht und dann kommt irgendwann das Haus bzw. auch mal Battle Tower. Sollen wir da mal machen. So. Das ist fertig. Das reicht, glaube ich, auch erstmal. Oh, das ist ein Skelett. Ich glaube. Hier ist der auch... Ah, der ist bei mir runtergekommen. Den holen wir uns noch schnell. Noch heiß. Runter, rein. Na komm schon. Eins. Haben wir noch so ein bisschen gehabt? Ach, hier sind noch mehr. Ah, dann wird die Folge etwas länger. Oder? Nee, machen wir in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, mache ich hier Ende Gelände.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer FischerP und tschüss.